In dem heutigen Video zeige ich euch den Aufbau des beliebten T-65 X-Wing aus Star Wars in Starfield. R2-D2 ist auch dabei und die bekannten Star Wars Waffensoundeffekte des X-Wing habe ich per Mod hinzugefügt. Attacke! Lasst doch ein kostenloses Abo da und schaut mal bei meinen anderen Shipbuilding-Tutorials rein. Legen wir los! So, meine lieben Freunde, fangen wir mal an. Gehen wir mal zum Techniker auf New Atlantis und geht dann hin und macht eins eurer Schiffe platt, wie zum Beispiel hier den Reef 3, den ich nicht mehr brauche. Einmal wieder alles auswählen, löschen. Das erste Teil ist die Landebucht NG6, die platzieren wir hier. Unter den Getrieben nehmen wir das Fahrwerk 320 CB zweimal, einmal hier kopieren und einmal hier. Ihr könnt die jetzt noch nicht aneinander tun, das machen wir gleich. Unter den Reaktoren nehme ich diesmal einen Reaktor der C-Klasse, den Schärflussreaktor SF10. Den platzieren wir jetzt hier. Unter den Strukturen nehmen wir dann die Nova-Verkleidung oben vorne, 2L, die platzieren wir mal hier. Dann gehen wir einmal rüber, holen die Nova-Verkleidung mittig und die brauchen wir jetzt zweimal. Die können wir direkt hier machen und hier dran. Dann nehmen wir mal das komplette Stück und packen das hier vorne dran. Oben von den Wohnmodulen holen wir mal den Stroud Lagerraum 1L. Den platzieren wir kurz mal hier auf der Seite. Dann gehen wir nach unten und holen hier zum Beispiel das Taio-Kontrollzentrum B unten 2L und packen das einmal hier hin. Dann guckt nochmal, dass Fahrwerk auch richtig hier sitzt. Okay, dass es hier ranklippt. Das gleiche machen wir dann auch hier noch. Zack, zack und dann den Reaktor hier dran. Bei den Strukturen ganz unten holen wir die Taio-Seitenkappe. Die holen wir dann zweimal, einmal hier hin, einmal hier hin. Dann etwas weiter oben holen wir noch die Nova-Verkleidung Backboard vorne 1L. Die platzieren wir hier, kopieren die, wenden die, setzen die hier hin. Bei den Treibstoffen holen wir uns dann den HE3-Tank M30. Einmal hier und einmal hier. Wenn er klippt, jawohl, jetzt. Unter den Cockpits das Cockpit Magellan C1. Das dann direkt hier hin. Dann wieder unter den Wohnmodulen das Taio Captain Wohnquartier A oben 2L. Einmal hier. Unter den Gravitationsantrieben den Kraft-Antrieb R1000 Alpha, der dann genau hier über den Reaktor, jawohl. So, und jetzt gehen wir mal zu den Flügeln von dem X-Wing. Da das Spiel natürlich gewisse Begrenzungen hat, können wir natürlich nicht in die Schräge nach oben und nach unten bauen. Denn normalerweise der X-Wing hat ja diese schrägen Flügel, können wir leider nicht nachbauen. Deswegen müssen wir uns erstmal mit geraden Flügeln zufrieden geben. Und da nehmen wir dann die Stroud-Antriebsverstrebung A unter den Strukturen. Dort platzieren wir mal ganz unten eine, kopieren die und das gleiche machen wir dann auch auf der anderen Seite und das gleiche dann auch nochmal hier oben, zack, zack, einmal und einmal. Dann gehen wir mal nach oben und suchen die Deimos Flügel A, nehmen wir hier einmal den Backboard, den platzieren wir einmal hier unten, den gleichen hier oben und das gleiche dann auch auf der anderen Seite, indem wir den einmal wenden. Hier runter gehen, dann gehen wir unter den Strukturen mal ganz nach oben, holen diese Waffenhalterung, da brauchen wir auch 4 Stück. Nein, das wollte ich nicht machen, jetzt muss ich es wieder packen. Einmal hier hin, einmal oben hin, kopieren, wenden, einmal hier hin und auch dorthin. So, jetzt gehen wir gerade mal wieder rüber zu den Dockern ganz schnell. Dort nehmen wir den Docker Connect Pro oben, den platzieren wir hier. Dann gehen wir zu den Schilden. Dort ist jetzt eigentlich ja fast egal, welchen ihr wollt. Ich bevorzuge halt den Schildgenerator Odin 3030C. Der Grund ist ganz einfach. Ich will hier R2-D2 nachbauen. Das machen wir dann auch später. Ich mache erstmal einen kompletten White-Build und danach mache ich diese ganzen extra Farben, haue ich da noch rein und dann mache ich auch R2-D2 hier in Blau. Weil einfach dieses Schild am nächsten an ihn rankommt. Ich habe sonst kein Modul in dem Spiel, wo... Ja, ihr wisst ja, bei dem X-Wing sitzt hier oben ja R2-D2. Und das geht erstmal nur durch die Schilde, das ein bisschen darstellen. Das ist mir halt doch dann sehr wichtig. Dann gehen wir nochmal zu den Strukturen und holen hier diese Nova-Verstrebung. Die platzieren wir einmal hier oben. Unter den Antrieben gehen wir mal nach unten und holen hier, oder beziehungsweise in die Mitte, holen hier den Antrieb White Dwarf 1000. Und da brauchen wir jetzt 4, weil ihr wisst ja, der X-Wing hat hinten diese 4 Antriebe. Normalerweise hat der X-Wing die in den Flügel drinne, aber das kann man in dem Spiel leider nicht darstellen, zumindest jetzt noch nicht, irgendwann wahrscheinlich schon.
Und ja, von hinten, das ist erstmal die erstbeste Möglichkeit, die mir eingefallen ist, um den X-Wing da irgendwie am besten nachzustellen, ja? Darzustellen, nachzustellen? Ich tue niemanden nachstellen, darstellen, oder? Ja, ihr wisst, was ich meine. Weiter geht's. Und in den Waffen nehmen wir dann zweimal die Kanone KE-20. Die platzieren wir einmal entweder hier oder hier. Das kommt dann aber auf euch drauf an, was euch besser gefällt. Ich mache die jetzt mal hier oben hin. Einmal hier hin. Dann brauchen wir zweimal die Laser Sing 4 MW. Diese Waffen, die ich nämlich gerade nehme, sind nämlich sehr wichtig für die Star Wars Sounds. Also für diese Sounds vom X-Wing und von dem A-Wing, glaube ich, war das. Einmal hier hin. Und dann nehmen wir noch den Raketenwerfer 720A. Den platzieren wir dann, meiner Meinung nach sieht es am besten hier unten aus. Aber das könnt ihr natürlich auch wieder selbst entscheiden, gell? Ihr sollt ja generell später das Schiff noch so ummodellieren, wie es euch halt am besten gefällt. Denn es gibt ja noch mehr Möglichkeiten, die wir machen können. Ich bin zwar jetzt so fertig, aber was wir zum Beispiel machen können, ist hier den weg und hier den verkürzen. Dann sieht das wie den Flügeln auch wieder einerseits besser aus, aber die Sache ist die, dass das Cockpit vom X-Wing aber eigentlich nur maximal bis hier zur Hälfte geht. Das heißt, man müsste sogar hier den machen. Ich kann euch das einfach mal gerade auf die Schnelle, indem ich hier kopiere. Müsste dann so hier machen. Dann sieht hier das aber wieder blöd aus. Das heißt, ich müsste das eventuell wieder kürzen. Müsste dann hier unten noch ein Einer-Modul machen. Müsste das hier hin, müsste das hier hin, müsste das löschen. Und das wäre auch noch eine Möglichkeit, den X-Wing darzustellen. Dann müssten wir aber dann auch wieder, jetzt geht zum Beispiel Schildgenerator. Nee, geht dann nämlich nicht, der ist nämlich nicht verbunden. Den müssen wir dann eventuell dann hier hin machen. Jetzt haben wir auch wieder Probleme, dass wir zum Beispiel ja mit dem Docker-Modul, das muss dann umgesetzt werden. Also alles nur so semi-gut, wo das jetzt im ersten Moment vielleicht sogar besser aussieht, wenn er hier vorne kürzer ist. Aber ich wollte ja, dass er voll funktional ist. Deswegen habe ich mich dann für den Weg entschieden, dass der dann doch halt länger ist. Gell? Dann müssen wir wie gehabt noch die Waffen einstellen. Das heißt, wir gehen unten auf Test, gehen auf die Waffen. Als erstes tun wir den Laser zuweisen, bei W1 die Kanonen und bei W2 die Raketenwerfer. Und dann ist auch schon tatsächlich alles nominal. Wir könnten unter Test genau das Schiff noch umbenennen. Dort nehmen wir dann T65X Wing. So, dann haben wir das auch fertig. Jetzt gehen wir mal auf alles auswählen, auf die Farben. Und dort mache ich erstmal einen kompletten White Build. Nur die erste Farbe, die speichern wir wieder. Dann wieder alles anklicken. Wir könnten den sogar jetzt fast schon so lassen, so sieht er irgendwie so ein gealteter X-Wing aus. Ja, jetzt gehen wir unter Farbe 2, machen diese weiße Farbe rein und 3 auch die weiße Farbe. Und jetzt kann man dann so mit den Akzenten anfangen. Wir fangen als erstmal mit R2-D2 zum Beispiel an. Dann gehen wir wieder auf Farbe 1 und nehmen hier hinten vielleicht mal, wenn er zuletzt schon so ein ähnliches Blau hattet, zoomen wir näher ran und dann mixen wir das hier ein bisschen dunkler, ja. Dass wir den seine Farbe jetzt reinbekommen. Ja, so. Dann speichern wir das einmal. Dann machen wir das gleich unter Farbe 2. Und ich würde sagen, wir machen nur Farbe 2 und 3 nämlich nicht, weil dann wird der vielleicht, werden diese Punkte noch blau. Da lasse ich sogar eher mal das Weiße, genau. Dann lasse ich den so. Und so sieht das dann aus, wenn ich dann fast fertig bin. Ich habe dann tatsächlich das Cockpit hier vorne noch ein bisschen schwarz gemacht, ja. Weil der X-Wing ja normalerweise hier so eine große schwarze Cockpit-Scheibe hat. Ist halt das Problem, es geht halt nicht besser. Gell? Ihr habt halt in Starfield halt sehr krasse Grenzen, so bei dem Schiffsbuilding, besonders wenn ihr alte Schiffe nachbauen wollt. Aber ich finde, das ist eine der besten Art und Weisen, halt mit dem X-Wing halt nachzubauen. Und das war's, jetzt sind wir fertig. Bitte bedenkt, dass es nicht einfach ist, in dem Spiel an alle Module zu kommen. Manche gibt es nur an bestimmten Orten, andere wiederum nur durch Quests oder das Beitreten einer Fraktion. Es gibt aktuell keinen deutschen Guide, der alle Module auflistet und wie ihr sie findet, aber ich denke, der wird sicher noch kommen und dann kann ich euch davon auf jeden Fall erzählen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, guten Flug.